Mit Bliss, aka Scary und Ruven. Ey, das ist auf jeden Fall ein krasses Team. Auf jeden Fall würde ich auch sagen, Anwärter-Team für den ersten Platz, wenn die beiden, wenn die beiden richtig im Flow sind, dann ist es auf jeden Fall echt eine üble Kombi. Gegen Squall und Cobra. Ruven Cloud Main oder? Ruven Chrome Main in erster Linie. Ich glaube, Cloud ist so sein Secondary. Er spielt wohl gerade auch ein bisschen Mii Brawler. Ich habe ihn lange auch nicht spielen sehen. Ruven immer noch auch online, glaube ich, recht aktiv. Aber lange nicht bei NEZ gewesen, wie gesagt. Aber ich denke mal, der spielt immer noch sehr, sehr gut. Und so wie es aussieht, naja, es ist gerade auch ziemlich even, aber hier geht der erste Stockflöten von Squall. Oh, und jetzt hier in der Mangel von den beiden. Als Bowser geht das natürlich auch schnell. Oh. Okay. Cobra hier mit ein bisschen Friendly Fire unterwegs, muss er aufpassen. Schön ausgeglichen hier. Ich gucke gerade mal auf der rechten Seite hier von Scaddy und Cobra. Oh, schön gesehen von Cobra. Ja. Oh, nee, das Offstage-Game von Cobra, ganz schön aggressiv. Muss man natürlich aufpassen als Yoshi, aber wenn man es gut macht, und das tut er, dann kann das auch ein Wunder wirken. Squall jetzt hier gegen Ruven. Schön gemacht von Scaddy. Und direkt rennt er darüber und haut Bowser eine rein. Oh, aber schön mit Downbeat hier von Cobra. Und wir sind zumindest bei Even Stocks. Aber Squall ist schon ziemlich hochprozentig unterwegs. Und wirft ihn rüber hier. Keine Teamkombo gerade. Cobra aber auch wirklich spielt gut gerade, muss man sagen. Also sehr aufmerksam. Schaut immer, dass wenn er irgendwie rübergeschmissen wird, wo der andere ist, um ihm dann einen reinzugeben und so. Und hier wirft die beiden offstage. Schöner Air Dodge von Scatty gerade. Das wäre es eigentlich fast gewesen. Boah. Die Kombos hier aber auch von Snake, ne? Sehr schön. Ich glaube, es war eine Dash Attack. Reingeschmissen da in die Downbeat Limit von Cloud. Okay. Ja, das sieht gerade sehr gut aus hier für Scaddy und Ruven. Beide mit einem Stock-Lead. Vermögeln die jetzt ganz schön. Natürlich auch gefährlich, ne? Gerade wenn man jetzt irgendwie zurückliegt, da aufzuholen gegen so Chars wie Snake oder so, die allgemein defensiv sind. Und auch noch relativ schnell dazu, oder? Oh, beide jetzt offstage hier. Oh, okay, das war natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Aber zu verkraften. Und das war's für Squall. Und sehen wir was Cooles? Oh ja, okay. War cool, war cool. Das vielleicht sehen wir da noch irgendwie einen Uptilt oder so, wo das noch reinfliegt da bei Snake. Ja. Ja, nice. Am Anfang sah es recht even aus, oder? Also ja, so am Anfang erstmal so reinkommen, ne? Und das ist ja oftmals so, dass dann das, ja, ich sag mal, das Team, das dann in dem Moment einfach besser spielt, dann relativ schnell auch adaptet. Und wie gesagt, wenn man dann erstmal zurückliegt gegen so Chars wie Snake oder so, das ist dann auch wirklich, wirklich hart. Ne? Snake sehr heavy, sehr defensiv. Haben sie aber gut runtergespielt auch. Wie gesagt, aber allgemein, Ruven und Scaddy, beides einfach Topspieler. Beides auch Anwärter für Singles. Für den ersten Platz würde ich sogar auch sagen. Aber wir haben heute einige gute Spieler da. Wir haben auch SDN da. Ruven jetzt nach einiger Zeit mal wieder am Start. Niceface auch nach einiger Zeit mal wieder da, hat auch schon so einige NEZs gewonnen. Deswegen auf jeden Fall heute sehr spannend. Ja. Und wir gehen rein ins nächste Game, Game Number 2. Und Squall geht hier auf Hero. Das ist natürlich eine spannende Wahl. Mal gucken, wie der jetzt hier so ein Team funktioniert. Kannst du verstehen, warum? Oder, also? Ja, also ich würde jetzt mal einfach vermuten, weil es gerade eben nicht so gut funktioniert hat, wie sie sich vielleicht erhofft haben, ne? Mhm. Es kann sein, dass, also, dann wechselt man tendenziell einfach auch mal. Klar. Jetzt hier aber ein Self-Kill, glaube ich, von Ruven, oder wurde vielleicht auch einfach gegimmt, ich habe es nicht so ganz gesehen. Und entsprechend läuft das für die beiden hier gerade gar nicht schlecht. Und jetzt hier geht der Stockflöten-Tech verpasst. Das ist Squall.
flotter Start auf jeden Fall. Mhm. Okay. Und jetzt sieht das alles hier schon ein bisschen anders aus. Ruben verliert den nächsten Stock. Und damit geht Squall und Cooper jetzt in Führung bei diesem zweiten Game. Und man sieht, vielleicht ist es auch jetzt durch Hero, ne? Aber es funktioniert besser. Ja, ist natürlich jetzt auch ein bisschen mobiler als mit Bowser vorher. Ja, Bowser wird halt auch vermöbelt einfach so, ne? Ja. Gerade in Teams. Schöner Parry. To side tilt. Okay. Boah, das war's fast. Dash Attack von Cloud auch so stark. Abtilt. Bin ich beide offstage hier. Okay, Limit in die andere Richtung. Wollte er, glaube ich, nicht, aber... Das war's jetzt hier für Cooper. Und damit gehen wir Stock Even. Okay. Schön gemacht von Squall hier. Das war die Getup Attack oder Normal Getup, die er da gepunished hat. Sehr schön. Das könnte mal richtig spannend werden jetzt hier. Rufen uns Getty beide auf den letzten Stock. Squall noch hier mit seinem Hero auf zwei Stocks. Also Character Switch scheint sich auf jeden Fall schon mal mindestens bemerkbar gemacht zu haben. Hat jetzt hier auch den Limit leider verhauen und wird gepunished da von Cooper. Aber das ist jetzt natürlich übel. Und das war's. Und Cobra muss jetzt hier schauen, dass er so schnell wie möglich am besten rufenlos wird. Aber so schnell kann sich das Blatt wenden. Ärgerlich für die beiden, weil es wirklich jetzt bis zu diesem Moment eigentlich gut lief für die beiden. Aber das sind jetzt die Team-Kombos hier. Ganz. Mal kurz Ping-Pong gespielt. Mhm. Und auch wenn das jetzt nicht zu weit extended war, die Kombo, das haut natürlich rein, ne? Wir sind jetzt hier auf 65%. Ja. Schöner Grab in den Upsmash. Und das ist jetzt, sieht ja schon wieder richtig übel aus. Und jetzt hat er hier die C4 an Ruben geklatscht und wollte das irgendwie, dass Ruben das vielleicht nochmal abgibt an Cobra. Hat nicht so ganz funktioniert und wir sehen jetzt hier in 101. Und das sind jetzt hier Lennart und, also Cobra gegen Skeddy und die beiden, die kennen sich einfach auch schon so lange und das ist gerade so. Der Reed sitzt! Lennart, Digga, nein! Echt? Roll away, Lennart! Das haben wir doch gelernt, dass das gegen Skeddy nicht funktioniert, Digga, seit Brawl schon. Aber